Leute, willkommen zum heutigen Motovlog. Heute soll es mal ein ganz besonderes Thema geben, nämlich wieso ich überhaupt Motorrad fahre, beziehungsweise viele andere Leute auch. Und zwar nicht nur so ein Billo-Video, sondern wirklich eins, wo ich mir Gedanken zugemacht habe. Und zwar, der Grund ist einfach der, weil jeder lebt in einer anderen Umgebung, wenn ich so schön sagen darf, und jeder hat einen unterschiedlichen Anwendungsbereich für sein Motorrad und dementsprechend entscheidet man sich halt für ein Motorrad. Und ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit, also, oh shit, da habe ich einen Fehler gemacht, die hätten mich abräumen können. Die hätten wissen müssen, dass sie in ihrem VW ab durchzieht. Das war definitiv mein Fehler. Also was heißt mein Fehler? Rechtlich gesehen hätte ich durchgezogen, ich habe richtig eine Spurwechsel und so gemacht, aber mir hat es auch nichts gebracht, dass sie mich umholzt bei 80 km/h ohne Schutzkleidung. Selbst mit Schutzkleidung. Ne, auf jeden Fall, ich kann mir keinen geileren Arbeitsweg vorstellen. Es ist ein absolutes Träumchen. Fangen wir einfach mal direkt an mit Motorradfahren. Ist unkomplizierter. Also ich finde, Motorradfahren ist so unkompliziert. Man schwingt sich auf den Bock, zieht eine Jacke an, zieht seine Handschuhe an, einen Helm an und kommt eigentlich überall zügig hin. Man muss nicht wirklich auf den Verkehr achten, weil man kann immer sich irgendwie durchschlängeln. Und Motorradfahren ist einfach unkompliziert, ohne Ende, in meinen Augen. Es ist schwierig zu beschreiben, finde ich, denn wenn man sich einmal an diese Mobilität mit dem Motorrad gewöhnt hat und wo man überall hinkommt mit dem Motorrad, wo man nicht mit dem Auto hinkommt, das ist absoluter Luxus. Also wirklich, es ist geil. Und der nächste Punkt ist direkt die Freude. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf dem Motorrad, das ist eigentlich so die bisschen Zeit, die man hat im Alltag, wo man wirklich runterkommt, wo man einfach sich freut. Man sitzt auf dem Bock mit, was sind das jetzt? Sorry, Mate. War keine Absicht. Passiert ab und zu mit Leihbikes. Ja, nee, auf jeden Fall. Man freut sich tierisch. Also wirklich, ich kann es nicht in Worte fassen, aber wenn ich diesen Sound höre, jetzt nicht nur von der Tone, sondern allgemein von Motorrädern mit ein bisschen Charakter, man schaltet ein bisschen runter. Boah, es ist einfach herrlich. Und dann der Quickshifter. Da habe ich wirklich Bock aufs Motorradfahren. Und es ist diese Freude, die vielen Leuten verloren geht, weil sie sich einfach ein zu steriles Motorrad kaufen. Ein Typ, also ein Mensch, Motorradfahrer, würde ich jetzt mal behaupten, der das Motorradfahren wegen dieser Geilheit, wegen diesem rotzfrechen, unvernünftigen Flair liebt, der soll sich vielleicht nichts Steriles holen. Mit steril meine ich jetzt einfach ein Motorrad, Mountono-Fahrer, Grüße geht raus, Motorrad ohne jegliche Emotionen. Wie sei es, die viele sagen, der GS 1250er GS von BMW, das meistverkaufteste Motorrad in Deutschland, ist relativ steril und hat kaum Emotionen. Das stimmt nicht. Der Boxermotor macht das Motorrad aus und es weist wirklich Emotionen auf. Wie eben die Tono auch. Und es ist halt diese Sache, die darf man nie vergessen, nur weil Leute etwas sagen. Es ist nicht, dass ein gewisses Motorrad nicht Emotionen in einem wecken kann. Und das ist der Punkt, wenn man keinen Bock hat auf das Motorrad, was man gerade besitzt, dann ist es ja logisch, dass einem das Motorradfahren keinen Spaß macht und man sich lieber morgens, wenn der Wecker klingelt, in Mercedes Coupé reinsetzt, schön auf die Sitzheizung drückt, sich kutschieren lässt oder sonst wie. Das ist vollkommen logisch. Selbst die Öffentlichen sind bequemer als ein Motorrad, das man absolut nicht leiden kann. Ja, sollte man nie vergessen. Okay, jetzt können wir uns einordnen. Junger Vater, das Gerät ist verrückt. Also ist wirklich verrückt. Ich bin zwar schon gewohnt von der Leistung und so, aber ich fahre sie nicht annähernd aus und habe halt vollkommenen Fahrspaß. Aber im sechsten Gang bei 70 km/h, man geht ein bisschen aufs Gas und dieser Sound, Leute, es ist ein absoluter Genuss. Das ist so mein Punkt, wo ich sagen würde, die Geilheit bringt mich dazu, nicht morgens ins warme, bequeme Mercedes Coupé einzusteigen und sich dann irgendwie
halbtot auf die Arbeit zu zerren, wie auch immer ich sagen soll. Die Sache ist einfach die, wenn man das Motorrad fahren mag und das richtige Motorrad unterm Arsch hat, genauso wie mit der KTM SMCR, diese Bikes, die verschaffen einfach so eine gute Laune, da fällt schwer vernünftig zu bleiben und sich ins Auto zu setzen. Ne? Junger Vater. Oh Mann. Junge, es ist einfach ein Träumchen, ein Träumchen. Noch ein Riesenpunkt mit dem Motorrad, wenn ich das so sagen darf. In schwierigen Zeiten, ne, bringt ein Motorradfahren eigentlich immer ein Stück weiter im Leben, mich persönlich zumindest. Die Sache war einfach die, als ich eine relativ beschissene Zeit hatte, hatte ich immer einen Zufluchtsort und es war das Motorradfahren. Nicht immer ist ein Zufluchtsort auch ein Ort, manchmal ist es auch eine Sache oder ein Mensch, Leute. Und in meinem Fall war es halt eine Sache, nämlich das Motorradfahren. Es war einfach etwas, was mich komplett auf andere Gedanken gebracht hat. Nach dem Motto, Motor an, Welt aus. Und es ist momentan richtig, richtig schöne Sache, die ich auch extrem genieße, wenn ich einfach mal eine Runde Motorrad fahre und mich entspannen kann. Und einfach genieße, auf zwei Rädern unterwegs zu sein. Ich bin auch so viel auch im Auto unterwegs, dass ich mich immer und immer wieder freue, mal so spontan aufs Motorrad zu steigen und einfach mal gemütlich nach STVO eine Runde zu drehen. Ich weiß, feiern nicht viele, aber ich feier's. Also wirklich gegen eine Harley oder sonst was hätte ich auch nichts einzuwenden. Ich liebe einfach jeden Motorradtyp. Jeder Motorradtyp hat seinen eigenen Flair und das darf man halt nie vergessen. Was halt bei der Tourne der Riesenpunkt war für mich. Boah, junger Vater! Oh, wie ein kleines Kind. Euro 5 macht Spaß. So können alle Bikes klingen. Ja. Ne, was man nicht vergessen darf, bei der Tourno ist es der Charakter, der mich dazu bringt, wirklich dazu bringt, mal abzuschalten. Der Sound, die Beschleunigung, alles im Gesamtpaket bei gewissen Motorrädern sorgen einfach bei mir dafür, dass sich meine Welt für einen Moment entschleunigt und ich einfach in Ruhe überlegen kann, was mache ich den Tag, was will ich in der Zukunft machen, bin ich zufrieden mit dem, was ich leiste pro Tag und. Auch die Möglichkeit, mal eine kleine Ausfahrt zu genießen, jetzt sollte ich langsam machen. So, zwei einfädeln lassen, den dritten haben wir nicht reingelassen. Der wollte auch nicht rein, der hat mir Platz gelassen. Ne? Alles Taco. Nee, auf jeden Fall. Absolut. Meiner Meinung nach grandioses Fahrzeug, auf dem ich hier sitze. Muss aber jeder für sich selber wissen. Die Geschmäcker sind ja wie immer unterschiedlich. Nur würde ich dieses Bike nie unsportlich nennen oder langweilig oder desgleichen. Es ist halt ein wahres Italo-Bike, voller Emotionen, voller Sound, voller Charakteristik. Oh, Charakteristik wahrscheinlich, oder? Voller Charakter und Emotion, wollte ich sagen. Es lebt einfach das Motorrad. Und das ist einfach herrlich. Herrlich. Und noch ein Punkt, den ich voll vergessen habe beim Motorradfahren, wenn es mal um meine persönliche Sache geht. Es ist einfach ein kleines Stück Freiheit, was ich da genieße und Fahrspaß. Also es hört sich zwar plump an und vielleicht nach einem wiederholten Argument, aber für mich ist, oh shit, ich darf hier gar nicht geradeaus, weil hier kam es wohl zu Unfällen. Ja, also die Freiheit, mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.